Vielleicht hast du schon mal gesehen, schwebende Wassertropfen auf einer Herdplatte. Das ist der sogenannte Leidenfrosteffekt. Den schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Wie immer ein bisschen Geschichte. Die beginnt mit Johann Gottlob Leidenfrost. Und der war deutscher Mediziner, evangelischer Theologe und beschrieb erstmals den nach ihm benannten Effekt. Was ist dieser Effekt? Wir schauen uns das am Beispiel eines Wassertropfens an. Dieser Wassertropfen schwebt auf einer heißen Platte und wenn die Temperatur zwischen diesem Wassertropfen und der Platte, also sprich diese an dieser Grenzfläche hoch genug ist, verdampft ein bisschen von diesem Wassertropfen. Dann passiert aber etwas Besonderes und zwar schwebt dieser Wassertropfen auf diesem Dampfpolster. Und dieses Dampfpolster isoliert den Wassertropfen insoweit, dass kein weiteres Wasser verdampft. Das heißt, der Wassertropfen bleibt kühl und intakt und schwebt praktisch auf diesem Dampfpolster wie so ein Hovercraft. Und ja, das kann man, wie gesagt, beobachten, wenn die Herdplatte heiß genug ist. Ich habe es in der Pfanne ausprobiert. Das sind ungefähr so 250 Grad. Und da hat das bei mir funktioniert. Aber Sie selbst. In diesem Experiment schauen wir uns eine heiße Pfanne an. Und zwar sagt das Oberflächenthermometer fast 200 Grad. Und hier habe ich eine Spritze, da gebe ich ein paar Wassertropfen drauf. Und es ist nicht sehr überraschend bei fast 200 Grad, dass das Wasser sofort verdampft, also sprich kocht und ja, dann entsprechend sofort verdampft. Aber wenn man die Pfanne weiter erhitzt, und zwar deutlich über 200 Grad, also ich glaube, bei so 250 Grad müsste es losgehen. Und ich hier wieder Wassertropfen draufsetze, passiert diesmal etwas anderes. Ja, man sieht, es fängt schon an. Und zwar die Wassertropfen verdampfen nicht mehr sofort komplett. Ja, da eben, ja. Man sieht, das Wassertröpfchen, wie so ein Hovercraft, schwebt das da hin und her. Aber es verdampft nicht. Und wir sind hier aus dem Messbereich raus. Der Messbereich endet bei 260 Grad. Die Pfanne ist halt nicht überall gleich heiß. Und da sausen die Wassertröpfchen. Und wie so ein Hovercraft schweben die da und verdampfen nicht.